Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem Let's Play Spezial. Das war ja schon so nur schon Let's Play Spezial. Ja, wir sind auf Great Fields unterwegs. Wir sind bei 600 Hektar Zuckerrüben. Und wir waren beim Düngen und wir sind in Folge 6. Und meine erste Handlung wird sein, die guten Jungs wieder anzuschmeißen, die hier auf Düngen wollen. Ne? So simpel ist es. Weil nur damit geht's. So, das sind die Jungs, die gerade Pause haben. Eigentlich Feierabend fürs Leben sozusagen. So, sollen wir die Streudünger-Jungs hier sehen, dass wir sie alle ins Rollen bringen. Ein paar sind das ja eigentlich doch. So. Schon gehen die Lichter wieder an. Da sind wir beim ersten. Ja, da sehen wir es. Es sind 10 Stück, die jetzt gerade dementsprechend ihre Arbeit machen. Wir gehen nochmal auf die Feldübersicht. Ja, es sind Rüben angepflanzt, wie man sieht. Das war ja auch Sinn und Zweck der Geschichte, ein freundliches, komplettes Weißes zu sehen. Entschuldigung wegen der Frösche und dem extremen Frosch gerade. Wir haben bereits die letzte Düngephase vor sich. Also, ich dachte ja ursprünglich, wir müssen einmal mehr rüber, müssen wir aber gar nicht. Dies Untergrubberflügen, Tiefengrubbern, Eggen, ja, ne, wenigstens unsere Arbeit mit dem John Deere, mit dem neuen 15er Ripper, die alten Früchte einmal unterzubuttern, die wir da hatten, das hat schon das erste Mal Düngen verursacht. Das zweite Mal Düngen verursacht hat dann die Sämaschine an sich, weil die auch einmal noch gedüngt hat. Und ja, jetzt sind einmal die Jungs hier unterwegs. Und wenn der Spaß erledigt ist, dann können wir im Prinzip bis zur Ernte vorspulen. Hart wie es ist. Hört sich hart an, ist aber so. Ne, ihr seht selber, der Geflügpark bis auf zwei, drei ganz dünne Streifen ist erledigt. Und ja, der Part ist gedüngt. Es ist alles im Wachstum. Das sieht aus wie das zweite Grün, was ihr hier seht. Deswegen können wir jetzt ja auch den ganzen Part düngen. Da sind wir nochmal bei der Frucht. Und da sehen wir die Jungs fahren. Und wir sehen, die Streifen sind, sag ich mal, einigermaßen breit, die die Jungs hier machen. Wir haben 10 Stück am Start und sind mit 20 km/h auch einigermaßen schnell. Ne? Wenn man denkt, dass die Flügel haben, glaube ich, oder ich sag mal lieber die John Deere, haben halt damals, vor zigtausend von Jahren, nein, vor 5, 6 Folgen halt beim Flügen halt 27 Minuten pro Bahn gebraucht. Aber die sind noch 9 bis 10 nur gefahren. Jetzt fahren wir 10 bis 20. Das heißt, wir haben jetzt pro Bahn wahrscheinlich so rund 16, ja, 17 Minuten, ne, 15, 16, na, 14 Minuten schätze ich mal so ungefähr, wenn wir haben. Wir müssen Wendemanöver, ist ja bei beiden wahrscheinlich halbwegs gleich kompliziert. Ja, dann werden wir die Bahn jetzt hier machen. Ihr seht, das Ganze läuft und läuft und läuft. Wir können nochmal durchschauen, mal gucken, wie es von der Mitte aus aussieht. Das ist Nummer 2. Das ist die Variante ganz außen. Ich weiß auch nicht, wie ich die Jungs alle gesetzt habe. Warum ich jetzt die anderen Traktoren und sowas hier nicht nach Hause fahre, ist eigentlich auch eine ganz einfache Geschichte. Es ist der letzte Einsatz der Traktoren. Das heißt also, wenn ich jetzt das Düngen fertig habe hier auf dem Feld, sprich auf dem Feld da, guck in die falsche Richtung, dann werde ich alle Traktoren verkaufen, alle Streudünger verkaufen und alle Sämaschinen. So einfach ist es. Was wir dann kriegen werden, ist ein Schwung von den wunderbaren Schneidwerks, Krautschlägern und Erntemaschinen für Zuckerrüben. Plus eine gleiche Anzahl an LKWs, die ihr ganz am Anfang in der Vorschau schon gesehen habt, plus die wunderbaren großen 100er Trailer, sprich 100.000 Liter Trailer. Wie genau das denn funktioniert, wie genau ich das hinkriege, wie viele Fahrzeuge ich auf die Karte drauf kriege, ist die Geschichte. Theoretisch gesehen müsste ich 1.000 Fahrzeuge auf die Karte kriegen, das wäre der Traum, oder über 1.000, weil dann könnte ich im Prinzip jeden Wagen voll fertig da stehen lassen. Ich muss gucken, wenn das nicht klappt, werde ich mir ein Lagersystem überlegen müssen und werde halt versuchen, ein Lager zu setzen, wo das Ganze reinkommt. Vielleicht sind es auch 2 oder 3 Lager, die ich setze, die einen gemeinsamen Zähler haben. Das hoffe ich, dass das klappt. Und dann
Ja, dann würde ich die halt natürlich an der Kante des Feldes setzen. Sprich, einen, was weiß ich, ganz oben, einen ganz unten und einen in der Mitte, dass die Abfahrer halt nicht ganz so viel Fahrt machen müssen halt, ne? Deswegen müssen wir mal gucken, was wir denn draus machen. So, ja, wir schalten nochmal durch, sind auch alle fleißig am Fahren. Vom Abstand her, von den Spuren her, bin ich mir nicht sicher, wie weit oder wie viel das dementsprechend dann wird hier. Aber wir müssen es ja tun, sozusagen. Auch dieses Düngen werde ich euch jetzt hier nicht komplett live zeigen und wir werden jetzt hier ein 18-Stunden-Düngen-Special aufnehmen oder sowas. Sondern ich werde natürlich gleich, so wie ihr es bei den anderen Sachen auch gesehen habt, ab und zu mal einen Sprung machen und dann mal gucken, wie das Ganze läuft. Mich interessiert halt jetzt hauptsächlich mal, wie die Jungs die erste Bahn so veranstalten, sag ich mal so. Und dann schauen wir einfach mal. So. Ja, alles fährt. Man sieht durch das Inspect jetzt mit der Geschwindigkeit und sowas auch, dass alle fleißig am Fahren sind. Da würde man auch sehen, welcher halt gerade wendet oder nicht, weil sie dann halt langsamer sind. Aber wie gesagt, sie sind alle fleißig dabei. Wenn wir jetzt auf der Karte selber gucken, dann sehen wir, wir sind auch schon bald auf dem Weg zur ersten Wende. Also es dauert wahrscheinlich tatsächlich sogar nicht so lang wie gedacht. Und es sind, wie wir jetzt hier sehen, wenn ich mich nicht täusche, auch keine 10, oder? Doch, ganz, ja klar. Der ganz rechts außen, der Streifen, da ist der Fahrer leider nicht zu sehen, weil es zu weit an der Kante ist. Das zeigt in die Übersichtskarte leider nicht an. Das heißt, wenn ich jetzt hier rausgehen würde, und wir skippen mal durch, Richtung einen, der hier an der Kante fährt. Das ist der falsche an der Kante. Das ist der richtige. Ich mache jetzt die Karte nochmal auf. Der seht ihr mich plötzlich nicht mehr blinken. Das liegt daran, dass ich ganz außen an der rechten Kante bin. Ihr seht die anderen fahren dementsprechend. Ihr seht ja auch, dass sie in verschiedenen Abständen fahren. Das heißt, ich werde nachher auch andere Steuerdinger dazwischen machen. Die werden sich zum Glück nicht überhaken, weil ich sie dann ein bisschen versetzt einfahre, dass sie aneinander vorbeifahren würden und dann halt stehen bleiben würden, wenn sie da, wo sie halt fertig sind. Und wenn sie dann mitten auf dem Feld stehen, wie gesagt, das ist auch nicht so wild, weil sie kommen dann eh weg. Also so simpel ist es. Ja, meine Variante für heute und für morgen, weil das sind ja, ne, sondern am Sonntag kommen die beiden Specials, ja. Ich weiß auch nicht genau, wie lang die Folgen werden, wir müssen mal gucken. Ich wollte auf jeden Fall dieses Wochenende auf jeden Fall die Erntefahrzeuge schon am Start haben. Also soweit soll es eigentlich gehen. Den Düngepart wollte ich eigentlich erledigen und auch, wie gesagt, schon die Anschaffung und die Positionierung der anderen Fahrzeuge dementsprechend machen. Obwohl die Anschaffung und die Positionierung. Ja, okay, ich lasse es jetzt momentan sein. Ich will hoffen, dass es, wenn es sich zu viel bewegt, will nicht, dass es anfängt rumzuruckeln. Deswegen werde ich jetzt auf dem Parkplatz noch nichts stellen. Ne, weil da hätte ich natürlich sonst jetzt schon die Reihe die Fahrzeuge stellen können. Das werde ich vielleicht gegen Ende hin machen, wenn ich die ersten Streudünger nicht mehr brauche, dass wir dann den Spaß dann machen. So, aber. Ja, die Spannung ist bei ihm ja nicht sonderlich groß. In welche Richtung er wendet wird, hier ist uns klar. In welche Richtung die anderen wenden, das ist wieder so eine spannende Geschichte, weil einige wenden ja so rum, einige so rum. Könnt ihr gerne mal in den Kommentaren schreiben, wenn ihr wisst, warum die dementsprechend in welche Richtung drehen. Wäre bestimmt auch nicht interessant. So. Ja, der erste ist langsamer geworden, das heißt, einer wendet auf jeden Fall schon. Ich sehe ihn jetzt gerade nicht wo, aber. Ja, hier vorne wird schon gewendet. Er ist auch bald soweit. Sind alle auf den Streifen sozusagen. Wollen wir mal gucken, ob wir die ersten haben, die schon wieder zurückfahren. Ne? Der ist noch auf dem Hinweg. Hinweg. Ja, der ist gewendet. Ja, das ist der ganz außen, der macht doch alles richtig. Der andere ist ihnen entgegengemacht, aber das ist bei denen ziemlich egal, weil das können wir eh nicht ändern. Ja, das ist der zweite dazu. Okay. Das war der auf der anderen Seite ganz außen, den man auf der Map der nicht mehr sieht. Der ist jetzt auch dementsprechend auf der zweiten Spur.
Ja, er dreht in die richtige Richtung, weil da ist auf jeden Fall viel noch frei. Der daneben dreht gerade auch. Der Streifen zwischen den beiden ist auch gut. Hat der zweite Mal noch kein Problem. Interessant wird erst, wenn die jetzt noch eine gemacht haben und dann das Ganze ransetzen. Dann kommt der spannende Part. Ja, hier seht ihr, ne? Man müsste echt mal die Anzahl der Rüben, die Anzahl der kleinen Rüben reinzählen und die Länge der Rüben reinzählen und dann multipliziert, wie viel Rüben man gepflanzt hat. Das wäre bestimmt auch eine witzige Geschichte. Und wäre man höchstens eine Woche bei, schätze ich. Naja, man müsste es einfach nur hochrechnen. Man müsste halt ein Feld nehmen, wo ein Hektar drauf ist halt und sogar noch ein kleineres Feld, wo man eine ziemlich genaue Angabe hat und dann könnte man es hochrechnen halt, ne? Aber naja, wir wollen mal nicht übertreiben. Uns interessiert ja nachher die Literzahl. Das ist die Frage, ob ich dann halt mein Ziel erreiche, was ich gerne erreichen möchte. Also er hat sich von dem mit dem Außenstreifen auf jeden Fall in die richtige Richtung weggedreht. Das ist schon mal viel wert. Auch der andere sieht aus, der nächste, als wenn er sich weggedreht hätte. Das ist auch sehr viel wert. Das sind auf jeden Fall schon mal welche, die dann nicht nerven, sozusagen. So, ja, da hat es schon einen kleinen ungewollten Schnitt gegeben. Das war einmal das Real Life im Weg. Das ist dreist, ne? Was das Real Life so macht. So, ja, unsere Jungs haben auf jeden Fall, glaube ich, jetzt so langsam alle einmal gedreht und sind auf dem Rückweg. Man sieht die Streifen schon breiter werden. Man sieht hier einige, ne? Man sieht, ich muss nachher auf jeden Fall was korrigieren. Zum Beispiel, die beiden fahren jetzt aufeinander zu. Der fährt plötzlich auf der rechten Seite davon. Das heißt, ich muss hier auf der linken Seite einen von den beiden ansetzen. Und den anderen werde ich hier in der Mitte irgendwo zwischensetzen. Also wir werden auf jeden Fall Korrekturarbeiten und sowas dann nachher machen müssen. Aber das ist ja kein Problem. So, gut. Gucken wir nochmal. Ja, dunkel wird es auch langsam. Wir haben kurz vor 8. Wegen der Ernte an sich, damit ihr eins wisst grundsätzlich, ich möchte das Ganze, damit ich es besser sehe, bin blind, nein, bin ich nicht, aber ich werde, jetzt läuft das Ganze natürlich noch und die sind ja auch noch eine Zeit am Düngen, die müssen die Bahnen ja auch noch machen und dann beim Vorspulen, es kann sein, dass ich mehr wie die 24 Stunden vorspule, wir haben ja auf jeden Fall es ausgeschaltet, dass die Frucht schlecht werden kann, also ne, dass die Frucht verdirbt auf dem Feld. Das heißt, ich werde auf jeden Fall das irgendwie früh morgens 5:30, ne, geht die Ernte los sozusagen. Soweit werde ich das auf jeden Fall dann vorspulen oder dann gucken, ob es so hinkommt. Das wird wahrscheinlich dann jetzt nicht der nächste In-Game-Morgen sein, sondern wahrscheinlich einen Morgen drauf. Aber das werdet ihr gar nicht mitkriegen, weil ich werde es dann sozusagen nicht während der Aufnahme spulen, weil das wäre ja langweilig. Ne, dann wollen wir mal gucken. Jetzt spulen natürlich eh nicht, weil wir dann ja außerhalb der Wachstumsrhythmen gehen und wir wollen ja möglichst jetzt in dieser Wachstumsphase das Düngen komplettieren. Ne? Wie gesagt, ich kann es noch mal zeigen. Das hellblaue seht ihr schon nicht mehr, weil das war beim Untergrubbern Unterflügen haben wir Düngen 1 erledigt. Düngen 2 hat die Sämaschine mitgemacht, weil die auch gleichzeitig gedüngt hat. Und Düngen 3, das ist das, was ihr jetzt seht, das sind unsere Streudünger, die gerade im Einsatz sind. Ne, mit den ganzen Fahrzeugen, die hier noch stehen, dürften so ungefähr jetzt 23 Traktoren auf dem Feld sein und 23 Maschinen. Und die Erntemaschinen an sich, muss ich gucken, wie ich es mache. Die Ernte wird eine längere Geschichte sein. Ganz einfacher Grund, wir haben nur eine Breite von ungefähr, 3 Metern. Ne, wenn wir die Standardgerätschaften nehmen. Deswegen müssen wir mal gucken, wie wir es machen. Also wir werden das Teil ansetzen, die werden losfahren, die werden 45.000 Liter oder sowas im Tank haben. Dann fährt der LKW zu ihnen hin, entleert die und die fahren dann ihre 45.000 Liter weiter und so weiter und so weiter. So werden wir es dann machen, wenn die dann voll sind, was ja schon relativ fix passiert, werde ich dementsprechend einen zweiten Trailer nachholen. So ist die Idee der ganzen Geschichte. Und da wollen wir mal gucken, wie viele Trailer nachher dann auf den Spuren stehen. Die vollen werde ich theoretisch gesehen einfach stehen lassen, wo sie stehen. Und ich werde wahrscheinlich oben und unten leere hinstellen, oben am Feld und unten am Feld, dass ich jeweils von beiden Seiten neue Trailer, je nachdem, wo es schneller hinzufahren ist, ranholen werde. Das ist die ganze Idee. Auch das wird natürlich dann wieder in einem geschnittenen Format passieren.
Und werde euch natürlich immer dann live mit dabei nehmen, wenn es halt tatsächlich heißt, ich muss das irgendwie einlagern oder irgendwas anderes machen. Die Lagerkapazitäten an sich habe ich hier auch noch gar nicht geguckt, wie viel jetzt hier theoretisch ins Feld gehen würden. Ich weiß gar nicht, was hier jetzt vorgesehen ist an sich. Ne, da seht ihr selber Flügen an, das an, Pflanzenwachstum schnell, Pflanzen sterben aus, wie ich gerade schon gesagt hatte. Das ist Quatsch. Mit dem Singleplayer müsste es doch eine Statistik geben, oder nicht? Da. So, wir haben hier eine Kapazität von 5 Millionen auf Lager, was erschreckend wenig ist. Ja, ich werd mal gucken, wie das funktioniert und ob sich das addiert und oder ob ich physikalisch immer ins gleiche Lager fahren muss, wenn es voll ist, oder ob es sich einfach dann verteilt. Ne, ich benutze uns von Maurice die platzierbaren Lager, die funktionieren super eigentlich. Ich habe die bloß noch nicht mehrfach auf einer Karte benutzt. Deswegen müssen wir mal gucken. Da geht auf jeden Fall auch 5 Millionen rein. Das heißt, da würden wir schon mal 10 Millionen unterbringen können. Unter Bedingung, dass es mit den Trailern nicht klappt. Wenn es nachher Biegen auf Brechen kommt, dann machen wir halt eine Mischung. Das heißt, dann werde ich ein Feld ausrufen, wo ich dann, was weiß ich, einen Haufen mache, wo ich dann, was weiß ich, 5, 6, 7, 10 Millionen, je nachdem, wie viel auf einen Haufen man drauf machen kann, hinkippen werde. Ich werde eine gewisse Anzahl an volle Trailer stehen lassen und ich werde Lagerkapazitäten nutzen, sodass wir auf jeden Fall nachvollziehen können, wie viel es ist. Ja? Dass wir einen Haufen auf dem Feld natürlich nicht. Aber mein Hauptziel ist natürlich, das Ganze zu erledigen mit Trailern und danach kommt die Lagerkapazität als nächste Variante. Aber da müssen wir mal gucken, wie es ist. Natürlich auch nicht, ne? Wir sehen selber, was wir schon bearbeitet haben. Wir haben 1300 68 Hektar bereits bearbeitet mit unseren Geschichten. Hier sieht man auch, wie viel wir gedüngt, wie viel wir gesät haben. Da sieht man auch die genaue Größe. Also 600,43 Hektar ist der ganze Spaß groß, den wir hier gerade machen. Die Bearbeitungszeit an sich, seht ihr hier, das ist ohne das Hin- und Herfahren. Das ist nur, wenn die Fahrzeuge unterwegs sind. Ja, Sähzeit und was wir alles hier so Schönes haben. Verbrauchte Dünger in Liter. Das ist natürlich jetzt besonders hoch, weil wir düngen jetzt ja gerade erst so richtig. Also das seht ihr, dass wir heute am Düngen sind. Und auch wenn ihr das euch anguckt, Saatgut, ne? 240.000 Liter Saatgut haben wir hier hingeschüttet. Ja, insgesamt gebraucht habe ich bis jetzt. Ihr seht jetzt hier die sechste Folge sind wir jetzt gerade bei, die in der, ja, weiß ich nicht, wie viele Minuten wir jetzt dabei haben. Insgesamt sind die Folgen alle irgendwie so zwischen 30 und 40 Minuten lang. Da seht ihr halt selber, dass ich aber auch schon 9, fast 10 Stunden dabei bin hier. Und dass das Ganze dann läuft, dann seht ihr halt, wie viel Zeit nebenbei vergeht. So, ja. Ich würde sagen, ich mache erstmal einen Schnitt. Lass die Jungs hier eine Runde fahren. Und wenn es dann die ersten kniffligen Sachen gibt, dann schneide ich euch wieder rein und dann sage ich bis gleich. So, liebe Leute, da sind wir wieder. So. Ja, einige stehen, sagt ihr. Ja, es liegt einfach daran, dass einige sich jetzt schon so ein bisschen überschnitten haben. Dann kann ich natürlich jetzt hier. Oh, den Motor ausmachen? Nein, wollte ich gar nicht. Muss ich natürlich gucken, auf welcher Seite ich die halt links oder rechts ansetze, damit die halt die nächsten Bahnen noch mitfahren oder so. Ich glaube, in diese Richtung hier brauche ich nicht viel fahren. Ich glaube, wir müssten auf der Seite hier ansetzen, auf jeden Fall. Ja, hier ist ein weiterer Streifen. So, da setzen wir Nummer 1 an. Ich steige den jetzt hier wieder aus. Hier vorne steht ja noch einer, der nichts zu tun hat. Das geht ja gar nicht. Dann werden wir den auch noch mal eine Runde umsetzen. Ja, und so werden wir dann also langsam die Lücken füllen. Ich hatte ja breitere, schmalere Spuren. Je nachdem, wie die Jungs sich gedreht haben, sind die wieder aufeinander zu oder voneinander weggefahren. Wie es halt so ist, ne? So, der fährt jetzt die. Wow, hier haben wir einen sehr, sehr breiten Streifen nix. Oder kommt es mir so vor, ne? Ich glaube, wir haben einen sehr, sehr breiten Streifen nix. Gut, dann drehe ich hier einmal eine wilde Wendung. Guck, wie weit ich wovon weg bin. So.
werde ihn hier sogar noch einmal dann zwischensetzen als neuen Fahrer auf einer neuen Spur. So, mal gucken, haben wir noch irgendwelche kategorischen Steher? Könnte sein, dass sie noch zwei sind, wenn meine Kategorie, ja, meine Berechnung stimmt, sind ja auch noch zwei. Gut, dann fahren wir mal den mal hier ein Stück rüber. Da hört die Färbung auf. Riesig breit ist die Spur nicht mehr. Hier fahren auch welche. Muss echt mal gucken. Den habe ich da gerade angesetzt. Es müssen, wie gesagt, ja auch nicht alle zwangsweise wieder gestartet werden. Wenn das sind welche, die sind jetzt ziemlich an der Kante. Ich werde ihn jetzt mal hier auch an die Kante fahren. So. Und mache ihn aus und steige aus. Dann gehen wir mal zu ihm hier. Und ich glaube, die beiden sind schon die ersten beiden, die ich jetzt aus dem Rennen nehmen werde. So, auch den stellen wir jetzt einfach mal an der Seite ab. Der kriegt schon eine Pause. So schnell geht das Ganze. Habe ich ausgemacht? Ja. So. Ja, mal gucken. Wie gesagt, da ist nicht mehr viel. Eigentlich dürften jetzt auf den Zwischenspuren jetzt einige schon fahren. Da müssen wir echt mal gucken. Ja, der wird ja schon wieder verfolgt von einem anderen auf der Mittelbahn. Also wenn wir jetzt mal auf dem frischen Bild gucken, dann sehen wir, dass hier nicht mehr so viel überbleibt, wenn die Jungs hier fahren. Die beiden werden wahrscheinlich noch einmal einen Rückweg machen, dann ist die Sache auch erledigt. Hier ist wahrscheinlich auch nur noch ein Rückweg da. Die beiden machen eh die Bahn zu Ende. Also super sonderlich lang ist das nicht mehr, was da so läuft. Das aber auch okay ist. Dann werden wir einmal den Switch machen, wenn wir den Spaß dann ganz durch haben. Ja, das ist den ich auf der Mittelspur neu angesetzt habe. Auf der Seite fährt auf jeden Fall auch einer. Auf der Seite, muss ich zugestehen, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, da werden wir mal gucken. Das hier sind auch nur noch ein oder zwei Spuren. Ja, ich schätze mal, die fahren alle nach der hier noch maximal zwei Spuren, die jetzt drin sind. Noch die 8, die jetzt noch fahren. Und dann ist die Sache auch erledigt. In dem Bereich. So, gut. Ja, dann würde ich sagen, dann mache ich nochmal eine kleine Pause. Und dann sehen wir uns gleich, wenn wir gen Ende des Düngens kommen. Dann sage ich mal, bis gleich. So, da fahren wir und fahren wir. Ja, 8:45 in-game. Ne? Wie ihr seht, sind wir schon eine ganze Zeit unterwegs wieder. Wenn wir die Statistik aufrufen hier. Wo haben wir sie denn? Ne? Wir sind mit 9:49 angefangen. Jetzt ist schon wieder eine Dreiviertelstunde rum. Dieses Spiel hier geht schon seit 1:07. Dann seht ihr ungefähr, wie lange das Ganze jetzt läuft, während ihr und ihr seht, was für ein Anteil davon ihr dann dementsprechend auch seht. Ja, wie ihr seht, sind die Jungs alle unterwegs. Wir laufen den Weg nach oben. Es gibt noch, ne, Joyce wird zum Beispiel fertig werden. Abge muss noch eine Runde machen. Tam und Trade werden auf jeden Fall auch noch eine Runde machen. Wahrscheinlich auch in dem Streifen daneben noch, weil da fährt, glaube ich, momentan keiner. Imre hier zieht noch eine Bahn. Zenz macht wahrscheinlich keine mehr. Imre muss nochmal den Rückweg machen. Auch hier ist nochmal mindestens ein Rückweg angedacht. Und die beiden werden die Spur zu Ende machen. Also, es ist alles am Fahren. Wir haben ja mal so ein bisschen hier die Impressionen am Abend sozusagen. Ne? Da fährt irgendwie einer schon in die andere Richtung. Was einfach daran liegt, dass sich natürlich einige auch von den Stehenden noch tatsächlich in die nicht bedachten Spuren mit reingesetzt hat. Jetzt skippen wir hier mal ein bisschen rum. Ihr seht also, der hier zum Beispiel macht seine Spur zu Ende. Daneben ist noch eine Spur, die wohl noch mal gefahren wird oder fährt gerade jemand. Da müssen wir halt immer mal gucken, wie es dann so, wie und wo dann das Ganze ist. Ne? Ja, es sind halt, da kommen sich auch welche entgegen. Die fahren aber wahrscheinlich aneinander vorbei. Gucken, ob wir das gerade so hinkriegen, dass wir es sehen. Ich glaube, da bleibt sogar noch eine Spur zwischen über, oder? Wir gucken einfach mal.
Da sieht man es vielleicht am besten. Ja, es kam glaube ich nicht ganz hin. Ne? Das heißt also, dem, wo ich jetzt gerade mitfahre, der wird auch nochmal die Bahn zurückfahren. Also das haben wir noch vor uns sozusagen. Da ist auch noch ein Streifen, aber ich glaube, da fährt ein anderer noch mit hinterher. Wir gucken, also manchmal kann es echt sein, dass das nur schmale Sachen sind. Ich muss gucken, ob dann, wenn die Jungs stehen bleiben und sagen, ich bin fertig, ob daneben irgendwo noch eine schmale Spur ist, wo ich sie nochmal drüber schicke. Das werde ich dann aber auf jeden Fall auch machen. So. Ja, was ich auf jeden Fall in der Nacht dann noch machen werde, wenn die Jungs hier fertig sind, ist die ganzen Fahrzeuge verkaufen und dann auf jeden Fall schon mal die ersten 10 Erntemaschinen mit ihrem Vorbau, die ersten 10 normalen LKWs und halt die ersten 10 Trailer dementsprechend anschaffen. Und diese 40 Geräte werde ich dann schon mal positionieren und dann mal gucken, ob wir vielleicht mehr draus machen. Ich weiß nicht, ob wir, ich schätze mal, dass wir wahrscheinlich mit 10, also der Arbeitsgang, das Ernten wird natürlich die längste Arbeit von allen sein. Wie das genau läuft mit dem, wie viel ich davon aufnehme, wie viel ihr davon seht, das müssen wir mal gucken. Das werden auf jeden Fall sich auf einige Folgen verteilen. Alleine schon, um das Abstell- oder Lagersystem zu sehen oder was wir daraus machen. Da werdet ihr also einige schöne Momente noch miterleben sozusagen. Und natürlich dann auch den Counter, wie viel haben wir denn? Wenn ich die in Trailerform wegstellen kann, werde ich die natürlich dann auch in Blöcken hinstellen, dass man auch die Stückzahl nachvollziehen kann. So, ja, da hinten kommen wir schon wieder auf dem Ende zu. Dann sieht man gleich wenigstens, wo oder was für Wendungen die Leute noch machen oder nicht. Ihr seht, das hat sich so ein bisschen verschoben. Aber die meisten sind gerade, also zwei sind auf dem Weg nach unten und die anderen sieben sind auf dem Weg nach oben. Oder das habe ich tatsächlich wieder alle ans Laufen gebracht. Müssen wir gleich mal gucken, was jetzt hier noch läuft. Zum Beispiel ist jetzt interessant für mich, ob er sich jetzt hier dreht und tatsächlich den schmalen Streifen von alleine noch macht. Oder ob ich ihn da jetzt ansetzen muss. Weil machen möchte ich den natürlich auf jeden Fall. Und, dreht er sich? Ja, er dreht sich von alleine, er sagt nicht, er ist fertig. Also er hat den schmalen Streifen erkannt. Das ist also schon mal super. Das ist genauso, wie ich es haben will. Hoffentlich sagt er jetzt, wenn er da ranfährt, nicht erst fertig, sondern fährt auch. Das setze ich ihn halt mittig nochmal auf den Streifen an. Ne, er macht das wunderbar. Das ist doch super. Hat sich der Part schon mal erledigt. Ja, einer der Nachzügler. Mal gucken, er ist der nächste Wendeman. Ja, er wird auch seinen Streifen hier noch einen fahren, dann ist er auch fertig. Das ist auch super, wir haben auch keine Abgrenzungen mehr über sozusagen. Das kriegt er auch von alleine hin, ohne dass ich was korrigieren muss. Und er setzt ein Stück zurück und ja, das funktioniert auch wunderbar. Ja, so wollen wir den Spaß hier mal durchgucken, dass wir noch Übeltäter sehen. Ja, hier wird auf jeden Fall ein Streifen überbleiben. Der wird wahrscheinlich auch noch mal gefahren werden müssen. Und ich weiß nicht, ob hier noch irgendwas entgegenkommt gleich auf den anderen Spur. Das müssen wir mal schauen. Kann man schlecht sagen. Hier ist auf jeden Fall auch noch eine Spur. Auch da fährt wohl kein anderer. Das heißt, er ist auf dem Weg nach unten, das heißt, er wird gleich noch einmal drehen hier, der Helfer, und wird auch dann nur auf die eine Spur fahren. Dann hat sich das auch, das ist auch gut. Hier scheint sich was irgendwie zu überlappen. Das macht aber auch nichts, da ist auch nur noch eine Spur. Wenn wir jetzt hier das Ganze angucken, sehen wir, dass ihm, glaube ich, aber jemand entgegenfährt, der die andere Spur da schon macht. Das ist auch gut. Ja, der schmale Part wird auch gerade gemacht, wird frisch angesetzt. Der Streifen aufhängt. Also bis jetzt musste ich
Naja, die beiden Jungs wussten nicht so richtig, was sie machen. Das ist doch gut. Dann mache ich hier mal den Helfer auf. Und fahre mal ein Stückchen zur Seite. So, dann sehen wir, dass er na gut, immerhin, der muss jetzt so spuckender Art und Weise hier den Rest machen. Hauptsache er macht den Streifen, der Rest ist mir egal. Ja, hier haben wir jetzt eigentlich erst zur Seite stellen. Ne, wir müssen erstmal gucken, was jetzt draus wird aus den Jungs. Da ist der schmale Streifen. Da bleibt auf jeden Fall noch ein schmaler Streifen. Ach, das ist der schmale Streifen, den der andere hinterher stottert. Ja, ich glaube, so ist das. Wow, der macht den Streifen noch genau. Das ist ja ziemlich genial. Der macht den Streifen. Also wenn wir die Übersicht nehmen, dann sehen wir, so viel bleibt da nicht. Die korrigieren sich gerade einige Streifen weg. Steigen wir hier mit ein. Ja, der ist gerade losgefahren mit dem Streifen. Das ist doch hervorragend. Hier kommt dir noch mit dem Streifen jemand entgegen. Der bessert den anderen Streifen auch noch auf. Dann hoffe ich, dass sie dann in die Richtung wechselt. Dann haben wir tatsächlich einen schmalen Streifen. Da stützen wir dann gleich einfach nochmal zwei an. Und dann war es das. Das hat doch was. Ich würde sagen, das sieht gut aus. Ja, Eike oben, die so ein bisschen stottert da, das ist wohl der kleine Stückelstreifen. Wo wir jetzt gerade drin sitzen, macht den Streifen so weg, aber wird seinen Kollegen auf jeden Fall noch treffen. Ich hoffe, dass Curly und die, wo ich gerade drin sitze, aneinander so vorbeifahren. Immer und Sense müssen wir mal gucken, wie die es hinkriegen. Tam und Tade müssen wir mal sehen, dass wir den noch umsetzen. Auf den einen Streifen, der noch nicht hat oder noch nicht ist. Wenn wir es aktualisieren, sehen wir, dass hier die Dinger aber echt verschwinden halt. Ne? Ja. Also wenn ich das richtig sehe, werden wohl zwei Streifen überbleiben. Schauen wir mal. Ich steige nochmal hier ein. Oh, jetzt ist er gerade verschwunden. Kommen Sie vielleicht bitte wieder. Ja, die Kanten, die zeigte halt nicht genau die Fahrzeuge an. Ist einer am Drehen oder ist einer ganz angehalten? Ne, da einsteigen. Gucken wir nochmal. Ich glaube, das ist ein ganz dünner Streifen. Okay. Mal sehen, wie der gehandhabt wird sozusagen. Lassen wir uns mal überraschen. Ja, dann würde ich sagen, dann melde ich mich dann gleich nochmal, wenn wir den Spaß hier dann so langsam zu Ende bringen. Dann sage ich mal bis gleich. So, liebe Leute, da sind wir wieder. Ja, die ersten sind sich im Weg, die ersten fahren sich in den Weg, wie man so nimmt, aber das ist dann irgendwie auch klar. Einige werden jetzt die Bahn hier zu Ende bringen und sagen, ich bin fertig. Der hier steht in der Mitte und weiß nicht mehr, was er tun soll. Das macht aber auch nichts. Da ist ein Kollege wohl an ihm vorbeigefahren und gut ist, aber im Weg ist ihm keiner. Hier ist noch einer fertig. Aha, der spuckt noch den schmalen Streifen. Das ist... Ah, der sich nach unten bewegt, okay. Wir müssen jetzt mal gucken, dass wir Richtung... Ja, hier sind wir. Tade und Co. sind daneben. Da muss ich hin. Da, die sind sich im Weg. Aber die sind sich auch im Weg, weil sie beide die gleiche Spur fahren. Welchen habe ich denn jetzt? Ich habe hier noch einen richtigen. So, dann wird er nämlich jetzt auch sagen, ich bin fertig, der andere. Ja, das ist gut. Mit ihm hier fahre ich ja schon rückwärts. So, in welche Richtung
Okay, jetzt bin ich natürlich aus dem Bild gefahren. Muss ich denn? Ich muss natürlich wieder nach vorne fahren, damit ich mich sehen kann wieder. Ich kann mich immer noch nicht sehen. Okay. Da bin ich. Das heißt, ich muss ein Stückchen hier rüber. Und dann müsste hier noch eine Streifen sein, die noch nicht ist. Hier ist der Streifen, der noch nicht ist. So, dann setze ich. Guck ich mal, wie breit der Streifen ist. Also ist ein ganzes Stück. Okay. Dann würde ich sagen, setze ich ihn hier an. Und lasse ihn fahren. Macht er das? Ja, er macht das mit der Kante richtig. Dann holen wir jetzt ihn hier und setzen auf den zweiten Streifen an. Von der anderen Seite. Dann wollen wir mal gucken, ob wir das hier geregelt kriegen. Weil ich wollte in der heutigen Folge auf jeden Fall das Düngen fertig machen. So simpel ist das Ganze. So, das heißt, wir müssen jetzt hier gucken. Hier muss es noch einen Streifen geben, der noch hell ist. Hier ist der helle Streifen. So. Gut. Ja, habe ich genau hingekriegt, so wie es aussieht. Hier hinten steht noch einer. Ich muss mich jetzt gucken, ob da noch ein Mittelstreifen noch trotzdem noch einer über ist. Also zwischen Sam und Fries, ob da jetzt noch ein Mittelstück ist. Aber wenn ich da jetzt noch ein Mittelstück sehe, dann, dass der nächste die Arbeit fertig hat, das ist auch gut. Wenn ich nämlich jetzt noch ein Mittelstück habe, dann werde ich ihm das Ganze hier machen lassen. Deswegen hüpfen wir jetzt hier rein. Machen den Motor an. Und fahr mal die Kante ab. Das ist natürlich relativ schwer zu sehen im Dunkeln. Ne? Habe ich hier noch einen hellen Streifen irgendwo? Das sieht echt so aus, als wenn hier noch einer wäre, oder? Ja. Das sieht leider auch aus, als wenn er breiter wäre wie für einen. Das ist doof. Ne, ist es nicht. Ich guck mal, was wir, ob wir noch einen haben. Ich setze ihn mal so an hier. Dann dürfte auf jeden Fall dahin überlappen. Dann haben wir wahrscheinlich immer noch einen schmalen, hellen Streifen. So. Problem ist, wir sehen hier nicht, ob wir hier noch einen stehen haben. Ich sehe keinen mehr hier stehen. Die anderen stehen alle oben. Das heißt, wir haben. Ich glaube, es war der Fehler. Ich glaube. Nee, der hier steht unten. Unten stehen wäre richtig. Ja, ich habe doch noch einen. Cool. Jetzt muss ich natürlich gucken, dass ich die richtige Stelle finde, wo es auch noch anders aussieht. Ne? Sieht man das in Cockpit-Sicht besser? Gucken wir mal. Jetzt seht ihr, wie es mit der Fan von innen aussieht. Das muss ja erst. Ich kann erst noch eine Runde fahren. Das muss ja hier irgendwo bei Eike in der Nähe sein. Wir sind ja noch nicht unterhalb von Eike, deswegen schauen wir einfach mal. Heizen hier schön dran lang. So, wenn wir irgendwo noch einen schmalen Streifen haben, dann muss der hier irgendwo sein. Ja, wir haben noch exakt einen schmalen Streifen. Ich fahre jetzt mal ein bisschen weiter aufs Feld drauf, so, um meinen Punkt zu sehen. Das heißt, ich muss auf jeden Fall weiter hier rüber. Ui, da sehe ich ihn. Jo, hier haben wir ihn. Das ist der schmale Streifen. Aber wie gesagt, da die anderen eh noch fahren, habe ich auch kein Problem damit, noch einen dahinterher zu schicken.
Ja, das wird auch so ein Spuckerfahrer, da kann ich auch mitleben. Das wird dann auf jeden Fall der letzte Streifen sein. Ich lasse nur mal ein Momentchen fahren. Ich mache mal hier einsteigen. Der fährt auch noch einen ganz dünnen Streifen. Bewegt sich auch nach unten und die fahren alle hintereinander her. Das ist geil. Jetzt haben wir so vier Stück, die hintereinander herfahren. Der letzte holt die Jungs eh nicht ein, weil Jackie wird definitiv die letzte sein, die ankommt. Weil die macht den Schlussgespötter sozusagen. Wenn wir es aktualisieren, sehen wir es. Der Streifen wird von denen erledigt. So, ja, das sieht aber schon mal nicht schlecht aus. 21 Uhr. Wir haben fast alles fertig. Wie sieht es eigentlich aus mit unseren... Ja, im Wachstum ist immer noch die Phase. Das ist wunderbar. Das dürfte die zweite sein. Mal gucken, wie schnell wir durch die Phasen durchkommen. Sprich, wie schnell wir es hell kriegen. Das ist ja der Punkt dabei. Einmal alles durchgehüpft hier. So, wir schicken wieder einen zurück, um zu sehen, dass der Spaß hier fertig wird. Und ich würde sagen, das sieht nicht schlecht aus. Ja, jetzt habt ihr zwar das hundertprozentige Ende nicht gesehen, aber ich sag mal, wir beenden damit die Düngegeschichte. Ihr seht, ich muss nur noch die vier Fahrzeuge nach oben fahren lassen. Dann haben wir es dementsprechend auch schon. Und wenn wir uns dann morgen in der Folge sehen, dann werde ich schon mal gucken, wie weit ich bin und wie weit wir sind mit der Vorbereitung für die Ernte. Und ich werde dann versuchen, auch schon zum richtigen Punkt vorzuspulen. Also morgen geht es dann schon erntetechnisch wohl ins Eingemachte. Ja, dann sage ich vielen Dank, dass ihr mit dabei gewesen seid. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich sehr freuen, wenn ihr auch morgen wieder dabei seid. Morgen wohl mit dem Erntestart. Würde mich natürlich über den Daumen nach oben freuen. Genauso über ein Abo, wie auch über ein Teilen. Sprich das gute Share. Und dann sage ich vielen Dank für die Leute, die mich immer schon so freundlich und fleißig unterstützen. Und ich hoffe, dass es euch weiterhin gefällt. Und dann sehen wir uns in Teil 7 des Specials morgen. Bis dann!